die nächste Folge Videospielmythen hier auf Creepypasta Punch. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge Videospielmythen hier auf diesem YouTube-Kanal. Wie immer 5 Videospielmythen und direkt dahinter, ob sie wahr oder falsch sind, viel Spaß. Edna bricht aus. Der geheime Leopardenmodus. Das Spiel Edna bricht aus ist aus dem Deadlick Entertainment House. Es wurde 2008 veröffentlicht und hat bisher immer nur gute Kriterien bekommen. Es soll eines der besten Spiele sein, das jemals aus dem Deadlick House kam. Dieses animierte die Spieler davon, einen Mythos zu kreieren oder auch zu haben. Denn es soll den Leopardenmodus geben, der sogar in dem Handbuch von dem Spiel auf Seite 11 erwähnt wird. Im Verlauf des Spiels merkt man immer weiter, dass dieser Leopardenmodus nicht zum normalen Spiel gehört. Darum haben viele Spieler versucht, das wirklich zu schaffen, und auf YouTube gibt es etliche Videos, dass sie es geschafft haben, mit einer ganz schweren Anleitung, dass man in die Himmelsrichtung rufen muss mit verschiedenen Anfangsbuchstaben und so weiter und so weiter. Doch gibt es diesen Leopardenmodus in dem Spiel Edna bricht aus tatsächlich? Wer sich mal anguckt über die anderen Spiele von Deadlake Entertainment, merkt, dass in jedem Spiel ein Leopardenmodus drin sein soll. So zum Beispiel auch in Harveys Neue Augen oder in Deponia. Allerdings gab es nie einen Leopardenmodus. Dieser Mythos wurde kreiert, um die Spieler am Spielen zu halten oder um neue zu holen. Andere meinten im Deadlake Entertainment House, dass es einfach nur ein Witz gewesen ist, um die Leute ein bisschen zu ärgern, dass sie danach suchen und es einfach nicht schaffen. Auf jeden Fall gab es den Leopardenmodus nicht. Mega Man 9 – Das ungelüftete Geheimnis. Mega Man 9 erschien bereits im Jahre 2008 als Download für Wii, PS3 und Xbox 360. Er war wie jeder andere Mega Man Teil, in 8-Bit-Grafik und einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Allerdings war auch wie bei fast allen Mega Man Spielen immer irgendwelche Geheimnisse drinne. Viele Easter Eggs und andere Geheimnisse gab es da drinne, wie spezielle Musik oder auch einen besonderen Hintergrund freizuspielen, besondere Gegner oder neue Waffen. All das wurde gelüftet und das hat nicht lange gedauert. Allerdings soll Thief Killian, einer der damals an dem Spiel gearbeitet haben, in einem Interview deutlich gesagt haben, dass es noch ein Geheimnis gibt in dem Spiel Mega Man 9, das nie gelüftet wurde. Es ist das wohl größte und spektakulärste Geheimnis, das jemals in Mega Man existierte. Spieler auf der ganzen Welt, die dieses Spiel hatten, versuchten tagelang dieses eine Geheimnis zu kriegen. Sie forschten im Internet, ob es irgendwelche speziellen Level gibt, wo viel zu wenig Gegner waren oder wo einfach noch etwas sein musste. Viele verbrachten Tage vor dem Spiel einfach nur, um etwas zu finden. Aber gab es dieses ungelüftete Geheimnis tatsächlich? Es ist halt ein ungelüftetes Geheimnis, also kann auch ich euch nicht sagen, ob es wahr oder falsch ist. Was natürlich eindeutig sagbar ist, ist, dass man nicht mit Hacks zu irgendwas gelangt. Es gibt, wenn man sich mit Cheatcodes oder Hacks da was versucht, keine Möglichkeit, in irgendein neues Level zu kommen oder irgendwas zu finden. Auch ist wohl wahrscheinlicher, dass Thief Killian einfach nur einen Witz machen wollte. Oder weniger ein Witz, sondern mehr etwas, das die Spieler dazu animierte, das Spiel zu spielen, was ja auch letztendlich funktioniert hat. Also, das ungelüftete Geheimnis ist und bleibt wahrscheinlich für immer ein ungelüftetes Geheimnis. Super Mario 64, der 121. Stern. Mitte der 1990er Jahre gab es für die meisten Spieler nur ein Thema, Super Mario 64. Das Spiel hatte freie Welten und hat eine komplette Branche der Spiele revolutioniert. Es war wie immer das gleiche Prinzip. Mario muss die Prinzessin Peach aus den Fängen von Bowser befreien, wo er auf dem Weg halt Sterne und Schlüssel sammeln muss, um überhaupt dahin zu gelangen. Wie in vielen Spielen gab es genau 120 Sterne. Allerdings soll es in diesem Spiel 121 Sterne geben. Es gibt viele Videos, wo Spieler diesen 121. Stern sammeln. Aber gab es diesen 121. Stern tatsächlich?
Diesen Stern, wo so viele behaupteten, man kann ihn nur erreichen, wenn man eine komplizierte Anleitung verfolgt? Dieser Mythos entstand durch den letzten Stern, den man kriegt, wenn man Bowser besiegt. Denn wenn Bowser stirbt, verliert er einen Stern. Dieser Stern wird eindeutig nicht zu den 120 bereits existierenden Sternen von einem gezählt, sondern du nimmst ihn ein und die Credits kommen und du hast gewonnen. Wahrscheinlich hat sich daraus dieser Mythos gebildet. Was aber auch möglich ist, ist, dass einer, der ein Hack konzipiert hat, sich einfach mal einen neuen 121. Stern ausgedacht hat und ihn daraufhin dann auch aufgenommen hat und auf YouTube hochgeladen. Das alles konzipierte diesen Mythos. Und es gibt natürlich auch eine Chance, diesen 121. Stern zu erreichen, der nicht von Bowser gedroppt wird. Nämlich, indem du Hacks oder Cheats benutzt, die daraufhin freigegeben wurden. Aber als normaler Teil des Spiels gab es nie einen 121. Stern. Dieser Mythos ist falsch. Sonic the Hedgehog 3. Die komponierte Musik. Es geht in diesem Mythos darum, dass der King of Pop, Michael Jackson himself, die Musik für Sonic 3 konzipiert hat. Das alles erscheint sehr seltsam und normalerweise wäre sowas ja ganz einfach herauszufinden. Man beendet das Spiel und guckt in die Credits bei Musik. Rein theoretisch müsste Michael Jackson da aufgeführt sein, aber er ist es nicht. Bei Musik stehen verschiedene japanische Namen, aber keinmal Michael Jackson. Das blieb auch bis zum Tod des King of Pops so. Doch danach sagte sein Manager, dass es tatsächlich die Musik von ihm gegeben hat. Er sagte dies alles in dem Magazin Black and White. Zitat: Ich habe das Spiel bis heute nie gespielt und kann daher auch nicht sagen, welche Musiktracks die Entwickler damals von uns benutzt haben. Ich kann aber bestätigen, dass Michael und die Musik für das Spiel komponierten. Michael fragte mich damals, ob ich ihm bei dem Projekt helfen könne. Und das habe ich dann auch gemacht. Das alles scheint schon ein eindeutiger Beweis zu sein, dass Michael Jackson die Musik auch komponierte. Es ist auch höchstwahrscheinlich so, diejenigen von Sega, die die Credits gemacht haben, haben Michael Jackson nicht in die Credits genommen aus einem ganz einfachen Grund. Denn Michael Jackson war mit der damaligen Soundausgabe der Konsole sehr zufrieden. Dies hat ihn solche Kopfschmerzen bereitet, dass er es kurzerhand entschloss, seinen Namen aus den Credits zu streichen, um nicht mit dieser Musik in Verbindung gebracht zu werden. Deswegen hat Sega, obwohl alles schon fertig war und sein Name drin war, nochmal das geändert, damit Michael Jacksons Wunsch erfüllt wurde und er rausgenommen wurde. Also, Michael Jackson konzipierte die Musik für Sonic the Hedgehog 3. Dieser Mythos ist wahr. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Schatten-Epona. Die Legend of Zelda-Reihe ist sehr umfangreich. Doch es gibt einen Klassiker und eins der beliebtesten Teile, nämlich The Ocarina of Time. In dem Spiel hat Zelda einen tapferen Begleiter, nämlich ein Pferd. Und wie es in Zelda The Ocarina of Time typisch ist, gibt es immer Endgegner, die bestimmte Schattengegner sind. Sie werden immer schwarz angezeigt mit leuchtend roten Augen. Zum Beispiel ist dort der schwarze Link, der leuchtend rote Augen hat und damit bedrohlich wirken soll. Nun sollst du tatsächlich nämlich auch dein Pferd in so einen Schatten-Epona kriegen. Wenn der Bossfight beginnt, sollst du nämlich das Pferd töten und kurzerhand wird eine Cutscene gezeigt, wie dieses Pferd halt zu Boden sinkt und gerade stirbt. Allerdings kannst du es danach wiederbeleben und es wird schwarz sein, mit leuchtend roten Augen. Du kannst daraufhin auf das Pferd aufspringen und es auch reiten. Allerdings bekommst du, wenn du es reitest, immer prozentual ein wenig Schaden. Und danach, wenn du genug Schaden gekriegt hast und stirbst, wirst du allgemein sterben und eine Cutscene wird gezeigt, wie der schwarze Link sich vor dich stellt, das Pferd dich abwirft und der schwarze Link dir sein Schwert in die Brust rammt. Doch gibt es dieses schwarze Epona tatsächlich? Also, dass es den schwarzen Link gibt, ist kein Geheimnis. Jeder kann ihn ganz leicht finden. Allerdings ist das schwarze Epona bloß ein Mythos. Es gibt noch viele, viele weitere Mythen, wie ein schwarzes Schwert, Link selbst als schwarz oder. Es gibt noch so viele weitere Mythen direkt in diesen Bosskämpfen. Es ist nicht klar, wer sich diesen Mythos ausgedacht hat oder warum.
Aber ein schwarzes Schatten-Epona gab es nie. So, das waren unsere heutigen Mythen. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Folge Videospielmythen oder. Bis dahin, tschüss.